Getröstet gegangen und mit Hoffnung bedacht. Taufe, Konfi, Hochzeit und Tod, alles vor Gott, in Glück und in Not. Doch Klopes Narren, elf bunte Nasen, wollten nicht nur in der Turnhalle spaßen. Auch die Kirche soll mit ins Boot und hat nun ihre liebe Not. Still und friedlich steht sie da, seit mehr als dreimal 100 Jahr. Nie haben Narren sie gestört, mit bunten Farben sie betört. Einen Gottesdienst, mal nicht nur für die Frauen, nein, auch mal für die, die sie sonst nicht trauen, an diesem schönen Ort zu gehen, um einmal in sich hineinzusehen. Ich heiße euch willkommen heute, ob von nah oder fern, kleine oder große Leute. Ich hoffe, ihr könnt lachen von Herzen, auch für kurze Zeit mal vergessen die Schmerzen. Oder still, vergnügt, euch am Gottesdienst freuen, ohne es hinterher zu bereuen. Dabei zu sein mit Dank und Zuversicht, der Gottesdienst verliert dadurch nicht sein Gesicht. Warum nicht mal narr sein für einen Tag? Tun und denken, was ich sonst nicht mag. Von Herzen die bunten Lieder singen, Gebete über die Lippen bringen. Wir beginnen wie sonst im Namen des Herrn, der bei uns ist und wird unser Amen hören. Er beschenkt uns mit Liebe und Zuversicht und verurteilt unsere Freude nicht. Darauf zu vertrauen und im Glauben zu leben, mag Jesus dazu den Mut uns heute geben. Zurückgewiesen. Das hat natürlich auch damit zu tun, nämlich so wie ich bin.
Ich hab mich ein bisschen verspätet. Ja, wo warst du denn die ganze Zeit? Dass jetzt weitergeht. Ach, jetzt hast du mich ein bisschen aus meinem Konzept gebracht. Dass weitergeht. Kann mir gar nicht vorstellen, ein Clown und beten. Hast du was dabei? Ich hätte schon was, aber ja. Vielleicht kann das ja auch was mit Beten zu tun haben, wenn man so mit Bällen mal jongliert. Dann probiere ich mal hier in der Kirche so ein stummes Gebet. Wir hören jetzt ein Lied, da geht es um Kloppenheim. Ich weiß, die Fasnacht hat viel mit Wehmut zu tun und Verbundenheit mit dem Ort, wo man lebt. Erich Meyer. Ich hab die ganze Welt gesehen, von Singapur bis Aberdeen. Wenn ihr mich fragt, wo es am schönsten war, da hier in Kloppen ist doch klar. Als wenn der Mann gar nicht gehörte, am Anfang verstand ich kein Wort. Doch auf meinem Weg ins Paradies spürte ich, das hier ist der richtige Ort. Schön bunt angezogen sind, aber so die Kirche selbst ist ja ein bisschen dürftig. Dürftig? Ja, von der Farbe. Ja, bei meinen Konfirmanden da oben, da fehlen sie noch, gell? Die Farbe. Ich habe eine Idee. Das wäre cool. Und zwar habe ich hier vorne Kinder sitzen, die schon ganz aufgeregt sind. Die helfen dir. Bist du bereit, mit denen ein bisschen zu schmücken? Ja, immer. Ja, wunderbar. Nein. Keine Fasnacht ohne Luftschlangen. Luftschlangen können fliegen, sie können fallen. Ich kann sie in die Höhe blasen und aus dem Fenster werfen. Sie können miteinander verbinden, Menschen und Räume schön bunt, schön lang, schön verworren. Leicht zu zerreißen. Keine Fasnacht ohne bunte und glitzernde Masken. Mit Masken sehe ich anders aus als sonst. Sehe ich so aus, wie ich sein will? Kann ich auch so aussehen, wie ich in Wirklichkeit bin? Eine Maske kann verstecken. Sie kann mich auch verraten, kann mein wahres Bild darstellen. Eine Maske, ein Versteck. Bunte Girlanden mit unterschiedlichen Mustern schmücken in diesen Tagen Geschäfte und Geständen. Sie verbinden mit einigen Metern hinweg eine Ecke mit der anderen. Dann hängen die Gedanken durch. Wie leicht die schönen Ballons durch die Seele fliegen und zum Himmel steigen. Luftballons sind aufgeblasen und sie sind verletzlich. Nur zu schnell platzt ein dünner Ballon. Wer ihn in der Hand hält, ist der Narr. Einer, der die Wahrheit sagen kann, niemand nimmt sie ihm übel. Alle lachen nur über seine Wahrheit, weil es ja der Narr ist, der sie sagt. Ich habe da noch so ein paar, die gesagt haben, die würden mir helfen und würden auch noch was mit bunten Sachen machen. Dürfte ich die mal nach vorne bitten?
So bitten wir dich, wie wir andere Menschen heilsam begegnen können. Wir bitten dich um Humor, der nicht verachtet, der nicht überheblich ist und sich nicht auf Kosten von anderen amüsiert. Schenke Freude, die andere anstecken kann, Musik mit anderen zu tanzen, den Tanz, der bewegen kann und Worte, die helfen, Körper und Seele heil werden zu lassen. Amen. Und wir beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sein Angesicht über dich und schenke dir.